Max Gaedtke liebt es übersichtlich. Kaufen, shoppen, konsumieren muss nicht sein. Vor 2,5 Jahren beschloss er sogar, alles muss raus. Nur das Nötigste durfte bleiben. Ich besitze 118 Dinge, weil es mir reicht und alles andere wäre für mich Überfluss. Ein Zimmer in einer Freiburger WG. Wenig besitzen und Spaß dabei haben. So lebt Max Gaedtke. Ich muss auch nicht das Geld verdienen, um mir dann Dinge zu kaufen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Was er als Minimalist wirklich zum Leben braucht, kann er fast in einer Minute aufzählen. Tiefer Blick in die Schublade. Das sind 3 Paar T-Shirts und ein kurzes T-Shirt sowie zwei Sportoberteile. Von allem nur das Nötigste. Und das geht sogar in einen hängenden Kleiderschrank. Hier habe ich jetzt von den Kleidern, abgesehen von dem Handtuch natürlich, noch eine kurze Sommerhose und noch einen Hüttenschlafsack. Habe ich so ein bisschen so ein Mischmasch. Und noch mal eine Mütze. Und das reicht? Das reicht völlig, ja. Also ich bin sogar der Meinung, dass ich sogar noch immer noch ein bisschen zu viel Kleidung eigentlich für mich habe. Was er dagegen behalten hat, seine Eselin Anemone. Als Kind hat er sie geschenkt bekommen. 2-mal die Woche kommt er sie jetzt besuchen. Füttern, striegeln, spazieren gehen stehen dann auf dem Programm. Und eine Lektion, die auch mit Minimalismus zu tun hat. Minimales Tempo. Ich lerne von ihr Langsamkeit, Entschleunigung und einfach ein bisschen das Tempo aus dem Leben rauszunehmen. Sie hat ja den ersten Gang und darüber ist sie nie hinausgekommen. Und es läuft ganz gut für sie und ich nehme mir daran ein Beispiel. Ja, komm. Ja, hopp. Sehr schön. Als Minimalist leben, auf die Idee kam Max Gaedtke bei seinem Geographiestudium. Er beschäftigte sich mit nachhaltiger Landwirtschaft und der Frage, ist grenzenloses Wachstum und Konsum wirklich der richtige Weg in die Zukunft? Wir sprechen vom grenzenlosen Wachstum auf dem endlichen Planeten. Unsere Welt ist nun mal begrenzt. Wenn man die Welt von außen sieht, dann sieht man einfach eine große Kugel. Und da können wir einfach gar nicht, schon rein physikalisch, nicht davon ausgehen, dass es ewig weiter wächst und dass wir ewig weiter der Natur Ressourcen entnehmen können. Und so glaube ich nicht an ein grenzenloses Wachstum. Konsumieren, shoppen, haben wollen. Max Gaedtke gönnt jedem Besitz und materiellem Reichtum. Schließlich will er nicht Verzicht und Askese predigen. Trotzdem hat er ein Rezept, das auch mitten im Konsumrausch funktioniert. Ich mache mir zum Beispiel eine Wunschliste mit Dingen, die ich vielleicht konsumieren möchte. Schreibe mir das auf in den Computer. Und dann schaue ich einfach so nach 3 Tagen noch mal drauf. Und dann merke ich, okay, das muss es eigentlich gar nicht sein, das muss es auch nicht sein. Genügsamkeit kann Spaß machen. Und Max Gaedtke weiß, es ist nicht Besitz, der uns glücklich macht, sondern ganz anderes.